für Mega Blast fehlt mir nur noch The Beast mit Forgotten. Mit The Beast mache ich Mega Satan. Ich würde sagen, wir versuchen es. Oh, das ist ein guter Start. Und als nächstes L-Ebene. Um für den Fall der Fälle im Angel Deal die Statue wegzusprengen. Sehr schön. Ja, doch. Au! Geh du erstmal weg, okay? Fangen wir mal damit an. Wenigstens wird er danach leichter. Oh, fuck. Och, geh doch weg! Diesmal habe ich mich etwas günstiger positioniert. Denn wir haben gleich die beiden Key Pieces. Ach, shit. Puh. Okay. Das war natürlich knapper, als ich mir wünschen würde, aber wir leben noch. Und jetzt kriege ich ein Herz gedroppt. Pass mal auf. Seht ihr? Seht ihr? Oh Gott. Es wird grauenhaft. Absolut grauenhaft wird das. Können wir darüber reden, dass ich ein Secret Room hatte mit zwei Items und sie beide scheiße waren? Können wir darüber mal reden? Ein bisschen Bargeld. Half down. Schön. Secret Room, er ist hier. Secret Room, er ist hier. Pass mal auf. Ja, sag ich doch. Er ist nicht miserabel. Oh nein. Oh nein. Gib mir doch nicht die Scheiße. Ich brauche mein Geld eh nicht für was anderes, also geh mal besser. Der alte Joker! Oh mein fucking Gott. Den fand ich früher mal so schwer. Erinnert euch noch daran. Inzwischen schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so sehr. Vor allem, wenn man fliegen kann. Glass Eye. Das ist ein Damage-Up, meine Freunde. Ich mein, nein, warte. Wir haben gute Pillen jetzt. Gib mir was Gutes. Wir bekommen auf jeden Fall eine Menge hier gerade raus. Extrem viele Soul Hearts. Ich glaube, ich sollte schauen, ob wir einen Sacrifice Room auf der Ebene haben. Ja, wir haben tatsächlich einen. Sieh was? Spring die Schädel noch weg. Und es hat sich bereits gelohnt. Schon. Da ist eine Kiste. Hallo. Da sind die Trollbomben. Geh mal weg, Uriel. Naja, gut. Nee. Nee, da ist was Besseres drin. Nee. Nee, ich glaube, das finde ich schon allein wegen dem Abstand scheiße, ehrlich gesagt. Ist nicht so gut mit der Keule. Was soll ich denn machen? Nein, warte, das ist dämlich. Dann wiederum, ich habe Piercing-Shots. Nee, ist schon okay, ist schon okay. Das ist doch ziemlich gut. Hallo. Hallo. Car Battery. Ich weiß, wenn ich jetzt mal besser Geilo behalten. Ich weiß. Das ist eine lange Unverwundbarkeit. Das ist eine sehr lange Unverwundbarkeit. Ne, wir wollen auf jeden Fall Polaroid haben. Wir jokern. Joker. Okay. Wir können zwei Items mitnehmen. Funktioniert Torf Babylon in dem Modus? Ja, okay. Sehr schön. Ich würde ehrlich gesagt Epiphora noch mitnehmen. Denn wenn ich gegen Mega-Satan kämpfe, wird das halt super stark, wenn ich sowieso nur nach oben feuere. Hallöchen! Oh, der doppelte Leech! Die Leech-Armee rollt. Seht ihr, ich werde direkt aufgeheilt. Also. Kann man sich ja nicht ausdenken, sowas. Auch noch reduziert. Da muss man zuschlagen für 7 Cent im Cricket-Set schon mal mit. Jera! Ich möchte euch daran erinnern, dass wir in die Chest gehen. Tötet meine Leeches! Tötet! Tötet meine Feinde!
Okay. Wir können damit dann die Jera noch öfter verwenden. Wir werden eventuell eine Menge Kisten machen können, liebe Freunde. Mein Damage ist nicht hoch, aber... Ja, au. Aber dafür treffen mich auch nicht viele Tränen von Isaac, weil sie alle kaputt gemacht werden durch die Shield-Tiers. Okay, weiter geht's. So, und dann hoffe ich, dass ich irgendwo noch Pillen oder Karten finde. Pille! Nein! Spiel, sei doch nicht so... Gib mir doch den guten Stoff. Gib mir doch eine fucking Pille oder sowas. Komm schon, Lucky Foot. Was soll denn das? Ich brauche keine fucking Münzen. Ich brauche nur eine Karte oder eine Pille oder so. Wir haben zwei. Wir haben's. Ehrlich gesagt will ich Hammer Temesis nicht verwenden. Nein! Oh mein Gott. Was passiert, wenn man Hammer Temesis als Geist benutzt? Weißt du was? Wir machen es einfach. Ich habe keine Lust mehr zu... Oh, nein, es hat nicht geklappt. Ist okay. Ich werde jetzt einfach mal die Items mitnehmen, okay? Ich denke, das ist okay. Sag mal, wie viele Marm-Items haben wir hier gerade? Warum nehme ich den nicht mit? Bin ich dumm? Ich meine, ja, wenn wir schon mal dabei sind. Kann ja nicht schaden. Nee, diesmal hat es nicht geklappt, aber wir haben sehr viel Hammer Temesis eingesetzt. Ich meine, mag ich nicht wirklich, aber nehmen wir mit. Sag mal, wie kann es sein, dass ich immer noch nicht Bookworm bin? Oh, hallo. Auch Sterne über Bethlehem fliegt direkt. Oh mein Gott. Jetzt wird die ganze Sache doch würzig. Außer ich bekomme weiterhin nur Spacebar-Items. Kann ich aufhören, Spacebar-Items zu bekommen? Ach ja, ich habe Triple Shot und sowas. Oh, und ich kann mein Spacebar-Item doppelt aufladen. Ja, ich würde sagen, wir werden relativ unsterblich sein im Kampf gegen Mega-Satan. Würdet ihr dem zustimmen? 32 Schaden? Das ist auch nicht übel. Oh, 23, okay. Ja, läuft ganz gut soweit, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall auch noch Blue Baby machen. Großer Gott. Egal, machen wir Blue Baby mal eben. Wo ist die Pocket? Das ist ja, jetzt stellen wir halt die richtigen Fragen. Okay. Ja, warum nicht? Vielleicht ein anderes Mal. Und da ist unser Stern über Bethlehem. Kann man Dead Cat als Geist nehmen ohne Nachteile? Als Geist verlierst du ja trotzdem das ganze Zeug. Oh mein fucking Gott. Sieht wunderschön aus. Ich weiß, wie schön das aussieht. Und stark ist es auch noch. So schöne Farben. Yeah. Oh, das war mega. Es war auch unfassbar stark. 60 Schaden mache ich hier drin. Delirium? Delirium! Delirium! Bound Baby und Mega Blast! Kennt ihr das? Wer da sitzt und ich denkt, ah shit, Explosive Diarrhea. Was? Der Stern über Bethlehem ist noch gar nicht da. Was? Ich scheine da irgendeinen Death Switch mit abgeschossen zu haben. Ja, du hast dir reichlich Zeit gelassen, mein Freund. Ich hab schon gewartet. Ich hab den Job jetzt ohne dich erledigt.